Was ist Wasserdiabetes? Wasserdiabetes, auch Diabetes insipidus genannt, ist eine seltene Erkrankung, die zu übermäßigen Wasserlassen führt. Eine Person mit Wasserdiabetes ist ständig durstig, was dazu führt, dass sie große Mengen Wasser oder anderer Flüssigkeiten verbraucht. Der übermäßige Wasserverbrauch kann dazu führen, dass eine Person ihr Bett benetzt oder nachts mehrmals aufstehen muss, um das Badezimmer zu benutzen die erkrankung die in der mehrzahl der fälle nicht lebensbedrohlich ist kann durch eine vielzahl von dingen wie infektionen krankheiten bestimmte medikamente oder eine störung der nieren verursacht werden die behandlung hängt von der schwere der erkrankung ab zu den symptomen eines wasserdiabetes gehören häufiges wasserlassen und übermäßiger durst eine person mit dieser erkrankung darf täglich mehr als vier gallonen urinieren andere Symptome sind typischerweise trockene Haut, Verstopfung und gebrechliche Muskeln. Darüber hinaus kann eine Person mit Diabetes insipidus aufgrund von Austrocknung schwindelig werden oder sich schwach fühlen oder müde werden, wenn sie nachts ständig Wasser lassen muss. Eine der häufigsten Arten von Wasserdiabetes ist der zentrale Diabetes insipidus, auch Hypophysendiabetes insipidus oder Neurogener Diabetes insipidus genannt. Diese Art von Diabetes insipidus tritt auf, wenn Vasopressin fehlt, das Hormon, das für die Herabsetzung der Harnkonzentration im Körper verantwortlich ist, das in der Hypophyse gefunden wird. Die Hypophyse kann aus verschiedenen Gründen beschädigt werden, einschließlich Erbkrankheiten, einem Schlag auf den Kopf und einer Infektion. Um diese Art von Wasserdiabetes zu behandeln, kann eine Person Desmopressin einnehmen, ein synthetisches Hormon, das in Form einer Pille, eines Nasensprays oder einer Injektion vorliegt. Dyspogonal Diabetes insipidus ähnelt dem zentralen Diabetes insipidus. Dieser Zustand verringert die Produktion von Wasopressin und erhöht gleichzeitig die Urinbildung. Der Überfluss an Flüssigkeit kann zu einer Wasservergiftung führen, ein Zustand, bei dem der Natriumspiegel im Blut abgesenkt wird, was zu Hirnschäden führen kann. Gegenwärtig gibt es kein wirksames Heilmittel für dyspogenen Diabetes insipidus. Eine andere Art von Diabetes insipidus ist der Neprogene Diabetes insipidus. Dies tritt auf, wenn die Nieren einer Person nicht auf Vasopressin ansprechen und ist häufig das Ergebnis einer chronischen Störung oder einer vererbten genetischen Krankheit. Der Zustand wird oft mit einem Medikament namens Hydrochlorothiazid behandelt. In einigen Fällen ist der neprogene Diabetes Insipidus nicht behandelbar, da die Ursache nicht ermittelt werden kann. Schwangere sind auch anfällig für eine Art von Wasserdiabetes namens Schwangerschaftsdiabetes Insipidus. Dies tritt auf, wenn ein Enzym während der Schwangerschaft Vasopressin abtötet. In der Mehrzahl der Fälle kann der Gestationsdiabetes Insipidus mit Desmopressin eingedämmt werden.